Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Es ist Samstag. Heute Fiat Panda vor dem Spiel von Die Füchse. Gleich Handball. Adina und ich performen den live. Ich glaube, vor vielen tausend Leuten. Schon cool. Und danach Brutalismus 3000. Kolumbiahalle. Let's go. In diesem Video. Junge, packt doch mal eure Handys weg. Hast du gehört? Die Fresse ins Maul, Alter. Alles ist versteckt. Wir wollen noch Raven gehen, oder nicht? Take a good thing, fuck it all up in one night. Ja, Update, Leute. Ich trete im Zirkus auf heute. Was sagst du zu der Rezension zu Karneval-Vlogs? Gut, die haben, fanden die geil alle, ne? Ja, Malte OG, Digga. Malte, die Leute lieben Malte. Das war früher schon so. Sein Slay ist iconic, Digga. Wir machen nächste Woche einen Slay-Vlog nur mit Malte. Alter. Das wolltest du noch ein bisschen? Ja, heute natürlich nicht. Wo sind wir? Max Schmeling-Halle. Die Füchse. Ah, die noch nicht spielen heute. Nicht die Halbzeitshow. Ich habe es am Anfang an gesagt, ihr seid dran und ihr seid das sozusagen Highlight in der Vorbereitung, weil viel größer wird es von der Emotion nicht mehr. Echt? Richtig aufgeregt. Ich bin gespannt, wie die Handballer aussehen. Oh. Ist noch nicht angeschlossen. Nicht, dass ich hier Ärger kriege. Also ist noch nicht. Passiert nichts. Einmal Slay. Einmal Slay. Du kannst einfach so Slay. Einfach cool. Yeah! Slay! Queen! Slay mal, einmal. Ich weiß gar nicht, was Slay ist. Einmal Slay. Was ist Slay? Slay einmal. Einmal vor. Slay. Einmal Slay. Yeah! Slay! Sonst, was ist seitdem, was ist seit Fiat Panda passiert? Nicht so viel bei dir. Ja, schon ordentlich, ja, machen. Aber du, ne? Wann warst du das letzte Mal ohne Tisch feiern? Dein, an meinem Geburtstag. Am Geburtstag mit ihrem Vater. Vor allem das Coolste war nicht, dass er an meinem Geburtstag mit uns im 808 war, sondern dass er auch noch seinen Geburtstag reingefeiert hat mit Stimmt. uns im 808. Einfach seinen. Du warst auch da, was guckst du so? Das war geistkrank. 808 war sehr gut, da sind viele Sachen passiert für die History Books. Und ich habe Gamses Vater kennengelernt. Da hat er sich schon so lange drauf gefreut. Ich habe gecheckt, dass ich Türke bin. Weil ich wollte so einen Kuss machen und er so, would you, would you? Das ist echt cool. Da hätte man auch noch mal einen YouTube-Channel hinmachen können. Sag mal, ein Handballspieler. Markus Schmidt. Wie oft wechselst du denn Bettwäsche einmal im Jahr? Verschiedene Personen haben dann in der Bettwäsche geschlafen. Ah. Ja, du nicht, wenn das. Erste Halbzeit war ganz okay, wir haben durchgezogen. Ja, ja, freue mich auch zu Hause. Auf die Frau, ne? Django ist das erste Mal nicht Spaghetti mit Reiswurst. Das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe wahrscheinlich. Weißt du, was es ist? Sag mal, wie heißt das? Keine Ahnung. Reis? Sag was für ein Vlog. Slay. Wenn wir auf Tour nochmal gehen, kommst du mit auch so oder nur, wenn Costa mitkommt? Wenn ich mir mit Costa ein Zimmer teilen darf. Ich kann auch eins bis 10 aufgelegt. Ich nicht. Ach, ich hab das. Das ist mein Job. Ich glaube, ich habe was an meinem Zahn, ne? Ich freue mich einfach nur wahnsinnig. Ich finde es richtig cool, dass du das mit mir machst. Ja, ich finde es auch cool, dass du das mit mir machst. Aber die hört einfach durch ihre In-Ears meine Stimme von meinem Mikro. Und ich denke, ich kann auch nicht singen. Was ist das Motto heute? Spaß haben, gute Laune, gute Vibes. Wie immer. Ski fast. Yes. Warum musstest du dich jetzt nochmal umziehen? Ey Leute, ich habe in so ein Blubberding reingeboostet. Das ganze Wasser kam raus. Ey, mach das über meinen Pulli. Schon mehr als 1 Million Follower auf TikTok. Heute performen sie gemeinsam einen Song. Ein Riesenapplaus für Adina und Django mit Fiat Panda. Manche Dinge kann ich nicht.
aber aussehen tue ich gut. Stimmt ab, ob Jenk das Lied veröffentlichen soll. Ja, 2024. So, Füchse schön und gut, aber wir sind auch kleine Raver, deswegen gehen wir jetzt Brutalismus 3000 Konzert. Theo und so sind auch drin. Rasten wir richtig aus, das wird richtig lustig. Wir freuen uns. Ja, wir sind heute beim Crow-Konzert Berlin. Du weißt nicht, wer hier spielt. Crow, ich habe extra Lieder gelernt. Junge, pack doch mal eure Handys weg. Hast du gehört? Die Fresse ins Maul, Alter. Wirklich, wir haben uns schon sehr oft geschämt. Deswegen komm, mach. Seid ihr für diesen Sound? Machen wir den? Ja, den liebe ich, den Sound. So. Zwei, ich sag ehrlich. Eins, jetzt. Nichts gegen Ikimel sagen, Theo. Ist das Ikimel? Ja. Okay. Dass das mal passiert, ne? Das hätte ich ja auch irgendwie nicht gedacht. Gehen wir heute noch Bricks? Ja. Okay. Also der Plan ist folgender. Wir gehen jetzt zu Gamse. Wir lieben Gamse. Wir lieben Gamse. Und dann noch ein Alkohol und dann gehen wir noch in den Club. Oder habe ich mir gerade gekauft? Wir dachten, du hast kein Geld. Ja. Jetzt. Nachdem ich das Auto gekauft hatte, hatte ich dann kein Geld mehr. Halbe Kiste, halbe Schotten. Shops, Botten. Grüne Augen, braune Locken. Ich habe den Video noch nie so gesehen. Yeah! Wie fandest du mich? Ey, super, ich denke, ich heute auf die Bühne rennen und. Ja. Danke. So Dinge mit dir machen. Oh. What the fuck? Oh. Ja. Wir gehen doch nicht ins Bricks, sondern ins 808. Das ist ein Club in Deutschland. Nein, ehrlich, scheiße. Wir sind gefangen, wirklich. Wir wollen doch Raven gehen, oder nicht? Ich mag MGK auch gern. Watch me, take a good thing and fuck it all up in one night. Let's stay forever, let's play pretend. Raven gehen, dann ziehst du bitte deinen Schal aus. Alle haten meinen Schal, Leute. Alle haten meinen Schal. Ich schwöre, ich ziehe den nie wieder an. Ich schmeiße ihn jetzt aus dem Fenster. Alle haten meinen Schal, Leute. Das ist unfassbar. Das ist ein ganz normaler Schal. Gebrochen. Innerlich gebrochen. Er macht mich so aggro. Er schmiert seine Butterhände an meinem T-Shirt ab. Was ist denn mit dem? Ich habe auch noch einen Buttermund, einen kleinen. Willst du den auch mal ein bisschen abgeschmiert haben? Hi. Okay. Wir sind gerade bei Gamse zu Hause, meine Lieblingswohnung in ganz Berlin. Ich bin hier echt gerne zu Gast. Ich bin hier so durchschnittlich einmal die Woche. Auch nachts? Boah, ich wünschte. Ich hab mich noch nie einen Arsch ficken lassen. Donalds Schal ist richtig hässlich. Ja, das ist ganz hässlich. Also wie dieser Schal. Es ist einfach ein orangener Schal und der wird so gehatet. Ganz Deutschland hasst diesen Schal. Ey, ist der blau oder ist der orange? Hä? Hi, mein Lieber. Ich hab hier wen für dich. Costa. Ja, es ist auch witzig. Immer wenn Cenk mich filmt, redet er nur von dir. Ja, wir lieben dich. Aber einer liebt dich ein bisschen mehr hier. Ich bin ein Abschreiber, spicke nur rum, hör nicht auf. Die ganze Zeit Ohrwurm hab, ich zeig dir das jetzt und nicht abgehen. Du bist deine Hardest. Nie wieder Trap, einfach weil du das feierst. Pass auf. She never made it. Pass auf. Das ist so. Where you are. Du feierst null. Nie wieder Trap. What the fuck?